Ja, liebe Leute, die Colette hat in der vergangenen Woche eine SPD-Ministerin hervorgehoben. Das finde ich persönlich ein bisschen unfair, aus dem ganz einfachen Grund, lacht bitte nicht, weil diese SPD, die wir heute haben, ist, um mit Baerbock zu sprechen, 100.000 Kilometer entfernt von dem, was die SPD einmal war, unter einem Willy Brandt oder Helmut Schmidt. Also macht es keinen Sinn, einen Einzelnen von der Bande hervorzuheben, denn die gehören alle gleich abgeschafft, theoretisch. Praktisch kann man von solchen Namen aber nicht erwarten, dass eine Außenministerin, die weltweit die schlechteste ihrer Art ist, die in 2 Jahren gefühlte 200 Bärböcke geschossen hat, dass die eventuell kritisiert wird. Stattdessen fliegt die immer noch auf unsere Kosten im Kreis rum und jubelt still vor sich hin. Das heißt, die haben alle noch nichts gemerkt. Das finde ich dramatisch und ich bin überzeugt davon, das seht ihr schon an den Wahlprognosen, dass diese SPD bei der nächsten Wahl wahrscheinlich nicht mehr im Parlament vertreten sein wird, weil sie solche Deppen sind. Es sei denn, die Briefwahl sagt was anderes, ne? Wie wir das jetzt gerade wieder gesehen haben. Ja, jetzt hat mich der Michael nochmal unterbrochen und er wollte wahrscheinlich von der Wahl in Nordhausen ausgehen. Aber lassen wir das mal ganz kurz weg. Jedenfalls, ich weiß nicht, wer von euch den Wenzelsplatz in Prag kennt. Einige von euch werden den kennen. Und uns erreichte die Nachricht, dass der Wenzelsplatz bis unten zur Querstraße voll mit Menschen war. Und das sind da also meiner Schätzung nach Minimum 20.000 notwendig, die sowohl gegen die Regierung in Prag protestieren, als auch gegen den Krieg in der Ukraine. Und wie Zahlen schwanken, das haben wir gesehen. In der vergangenen Woche berichtete die Colette, dass in Magdeburg 20.000 waren. Die Medien sprachen von 2.000. Wartet mal. Und im Gegensatz dazu schickte ein Studienkollege meiner Frau aus Chemnitz ein Video und meinte, es wären dort 80.000 Menschen gewesen. Gut, 80.000 halte ich für ein bisschen übertrieben, aber irgendwo in der Mitte liegt sicherlich die Wahrheit. So, das nächste ist, unser Freund Zelensky ist ja der herzensguteste Mensch, den es überhaupt gibt. Lacht bitte nicht, aber wer sich den Kerl schon mal angetan hat, mal in die Augen gesehen hat, der weiß, der hat das gleiche narzisstische Glitzern in den Augen wie einst Adolf Hitler. Und der bezeichnet Putin als Adolf Hitler. Das finde ich natürlich sehr frech und da würde ich sagen, mein lieber Zelensky, du solltest aufhören, von dir selbst auf andere zu schließen. So, und jetzt habe ich noch 3 Kleinigkeiten, die völlig unbedeutend sind. Wollte ich euch aber trotzdem mal noch sagen. Weil Zelensky in seinem Wahn jederzeit einen Atomkrieg produzieren würde, haben die Republikaner in Washington gesagt, es gibt für Biden und seine Kriegsspinnereien kein Geld mehr. Nur noch das, was zugesagt wurde, das heißt, die paar Panzer, die Zelensky noch kriegt, kann er verheizen und dann ist Schluss mit lustig. Das persönlich, muss ich ehrlich sagen, würde mich dazu treiben, zu sagen, in einem halben Jahr sollte dieser Spuk vorbei sein. Zumal immer mehr Staaten in Europa erkennen, ohne Russland geht gar nichts. Amerika bringt uns nur Müll und Dreck. Von Russland kriegen wir alles, was notwendig ist. Und das nächste, was ich sagen wollte, ist, die Richter, ich meine nicht eine Herr oder Frau Richter von nebenan, sondern die Richter, sowohl in diesem Land als auch in Europa, diese Richter haben alles, nur keinerlei Gewissen. Denn sonst würden sie nicht wie ähnlich in der Nazi-Zeit sich immer wieder zum Büttel machen für solche Verbrecher. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ein letztes noch in eigener Sache. Ihr habt alle gehört, schon mal gehört in der vergangenen Woche, darum will ich heute nochmal davon sprechen. Am 3. Oktober findet in Berlin eine Großdemo statt. Es sollten also alle Leute, die Interesse haben, Fahrgemeinschaften bilden und die Leute in Berlin unterstützen. Weil ich persönlich hoffe, wenn so viel wie möglich Leute dorthin kommen, dass wir dieser Bande von Hochverrätern endlich den Todesstoß geben. Danke.
Danke, Wolfgang.